بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين الله سوق بيت الله دم هان دفلت الله زي من هالبهم هاتش كايتا قفيد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, so dass wir hervorgehen mit gestärktem Iman, vermehrtem nützlichen Wissen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Tawfiq geben, dieses nützliche Wissen in die Tat umzusetzen. Inshallah ta'ala beginnen wir heute mit dem neuen Kapitel, nachdem wir inshallah ta'ala erfolgreich das Kapitel über das Salah abgeschlossen haben. Beginnen wir mit der Zakah, Thema der Zakah. Die Zakah, sprachlich gesehen, hat zwei Bedeutungen. Einmal bedeutet Zakah At-Tahara, das heißt die Reinigung oder Tathir. Und die zweite Bedeutung ist die Vermehrung oder das Vermehren, An-Numu auf Arabisch. Und zweifellos sind beide Bedeutungen im Begriff der Zakah enthalten. Denn wenn wir uns überlegen, eine Person, die ihre Zakah bezahlt aus ihrem eigenen Vermögen, reinigt sich auf der einen Seite von Habgier, reinigt sich von Geiz und bekämpft seinen eigenen Geiz innerlich. Und das ist eine Form der Reinigung, der innerlichen Reinigung. Und eine Form der Unterwerfung vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Kampf gegen die eigene Neigung, die eigene innere Neigung, die einen zum Schlechten und zum Geizen aufruft. Und die Zakah ist auch gleichzeitig eine Art Vermehrung des eigenen Vermögens, denn derjenige gläubige Mensch, der seine Zakah entrichtet, ist fest davon überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese gute Tat mindestens zehnfach zurückgeben wird. Und dass der Segen der guten Tat sich in diesem Leben als auch im nächsten Leben bemerkbar macht. Insofern bekommt derjenige, der Zakah bezahlt, dem äußerlichen Anschein nach wird das Zakat das Vermögen verringern, aber in Wirklichkeit wird es es vermehren. Denn wenn wir ehrlich miteinander sind, geht es nicht um genau den Betrag, den man besitzt, sondern um den Segen, den Allah subhanahu wa ta'ala in solch einen Vermögen setzt. Deswegen sind diese beiden Bedeutungen verankert in dem Begriff der Zakat. Religiös gesehen, was die Definition religiös gesehen angeht, so sagen die Ulama, rahimahullah ta'ala, das handelt sich bei der Zakah um die bestimmte Abgabe eines bestimmten Vermögens zu einer bestimmten Zeit an bestimmte Leute. Diese Definition mit viermal dem Begriff bestimmte, deswegen, weil die Angelegenheiten der Zakah sind zu vielfältig, als dass man sie in einen Satz per Definition abhandeln könnte. Ansonsten, wenn die Definition einfach ist, wie beim Salah, sagt man einfach, das ist eine Ibadah, die mit Allahu Akbar beginnt und mit Assalamu Alaikum endet, hat man kein Problem. Aber bei der Zakah, sie ist zu vielfältig, deswegen erwähnt man die vier entscheidenden Säulen der Zakah, wenn man das so sagen kann, Säulen des Kapitels besser gesagt, ist die bestimmte Abgabe eines bestimmten Vermögens. Warum eine bestimmte Abgabe? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat festgelegt, wie viel man von seinem Vermögen abgeben muss. Und so nennt der Islam, alhamdulillah, eine goldene Mitte ein zwischen dem Kommunismus und dem Kapitalismus. Es gibt eine bestimmte Abgabe, die man abzugeben hat. Dann heißt es eines bestimmten Vermögens, denn nicht alle Arten von Vermögen, die man besitzt, sind zakatpflichtig. Im Arabischen meint man mit Vermögen, sagt man auf Arabisch heißt Mal. Und Mal ist gesetzlich gesehen alles, was islamisch einen Wert hat. Alles, was islamisch gesehen einen Wert hat. Wie zum Beispiel ein Tisch oder eine Goldmünze oder ein Geldschein. All die Dinge haben einen Wert. Warum islamisch gesehen? Denn es gibt auch Dinge, die bei Menschen Wert haben, aber in unserer Scharia keinen Wert haben. Ja? Wie zum Beispiel die an sich verbotenen Dinge, alles zum Beispiel, was Najis ist. Wie zum Beispiel der Alkohol. Der Alkohol hat bei manchen Leuten einen Wert, aber islamisch gesehen wird das nicht als Mal bezeichnet.
Und von denjenigen Dingen, die als Mal bezeichnet werden, sind nicht alle zakatpflichtig, sondern nur ganz bestimmte Dinge, auf die die Scharia explizit hingewiesen hat. Dann heißt es zu einer bestimmten Zeit, denn Zakat muss man bei bestimmten Vermögen nur einmal jährlich entrichten und bei anderen Arten von Vermögen, je nachdem, was für Arten von Vermögen es sind, wie zum Beispiel bei landwirtschaftlichen Erträgnissen, da ist natürlich, sobald die Ernte stattgefunden hat. Und dann heißt es an bestimmte Leute. Das heißt, wir haben in diesem Kapitel, werden wir nicht nur über die Höhe der Abgabe sprechen, wie viel muss man abgeben, wie viel Prozent oder wie viel an der Anzahl. Dann werden wir über die Arten von Vermögen sprechen und wir werden auch sprechen, unter welchen Bedingungen man sie abgeben muss, die Zakat. Das heißt, welche Bedingungen müssen erfüllt werden. Dazu gehört die Zeit und wir werden auch sprechen darüber, an wen die Zakat entrichtet werden darf und an wen die Zakat nicht entrichtet werden darf. Ein Beispiel für diese Definition, wir haben gesagt, eine bestimmte Abgabe, das wäre zum Beispiel 2,5% eines bestimmten Vermögens von Gold. Das, wie heißt es, natürlich einen Nisab erreicht hat. Das heißt, Nisab erreicht, das ist der Mindestbetrag, den man besitzen muss, um überhaupt zakatpflichtig zu sein. Sagen wir mal, jemand hat 100 Gramm Gold, dann ist er auf jeden Fall über dem Nisab. Da haben wir also 2,5% von 100 Gramm Gold zu einer bestimmten Zeit nach einem ganzen Jahr, nach einem ganzen Mondjahr, an bestimmte Leute, an zum Beispiel arme Menschen. Dann haben wir ein Beispiel erwähnt, dass diese vier Eigenschaften dieser Definition erfüllen. Bevor wir über die Zakat sprechen, müssen wir beweisen, dass sie gesetzlich ist. Natürlich besteht unter den Ulama, rahimahullah ta'ala, keine Meinungsunterschiedenheit über die Gesetzlichkeit der Zakat, denn Allah azza wa jal hat sie im Koran al-Karim an über 80 Stellen zusammen mit dem Salah erwähnt. Und er sagte subhanahu wa ta'ala unter anderem, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة, nimm von ihrem Besitz eine Sadaqa. Und der Begriff Sadaqa im Arabischen hat zwei Bedeutungen. Entweder die Pflicht Zakat oder die freiwillige Spende. Entweder die Pflicht Zakat oder die freiwillige Spende. Das heißt, wenn du das Wort Sadaqa hörst, dann kann damit im Koran al-Karim und auch in der Sunna des Propheten kann damit entweder die Pflicht Zakat gemeint sein, das heißt die Pflichtspende, oder auch freiwillige Spenden oder auch Spenden im übertragenen Sinne. Es gibt auch Spenden im übertragenen Sinne, wie der Prophet a.s., als er einmal gesagt hat, wer möchte dem Sohn so eine Sadaqa geben, und er meinte damit, wer möchte mit diesem da beten, der sein Gebet mit der Gemeinschaft verpasst hat, damit er auch ein Gemeinschaftsgebet verrichtet hat. Insofern ist die Gesetzlichkeit der Zakat nicht nur im Koran, durch den Koran den Ijma' bewiesen, sondern die häufige Erwähnung der Zakat im Koran weist zweifellos darauf hin, dass sie einen besonders hohen Stellenwert in der Religion hat, und deswegen nimmt sie auch die dritte Säule des Islam ein, nach den beiden Glaubensbekenntnissen, und als zweite Säule das Salah, nimmt die Zakat die dritte Säule im Islam ein. Und die Zakat war nicht von Anfang an Teil der Religion, sondern erst im zweiten Jahr nach der Hijra, in dem Jahr, wo auch das Fasten im Monat Ramadan zur Pflicht geworden ist, im zweiten Jahr nach der Hijra hat Allah subhanahu wa ta'ala die Zakat gesetzlich gemacht für die Muslime, beziehungsweise ihnen diese Zakat auferlegt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat aufgrund der Wichtigkeit der Zakat auch Leute eingesetzt, die Zakat einsammeln von den Menschen. Das sind die sogenannten Su'at. Und die rechtgeleiteten Khulafa, rahimahumullahu ta'ala wa radiyallahu anhum, haben ebenso gehandelt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehandelt hat. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat
auch diejenigen Sahaba, die er in die verschiedenen Regionen geschickt hat, wie zum Beispiel Mu'ad ibn Jabal in den Jemen, er hat ihnen aufgetragen, die Zakat von den Menschen einzusammeln, von den Reichen einzusammeln und an die armen Menschen weiterzugeben. Insofern gibt es verschiedene Weisheiten, die sich hinter der Zakat verbergen. Denn die Zakat, wie wir erwähnt haben, vermehrt das Vermögen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, durch Sadaqa, und wir haben ja gesagt, Sadaqa bezieht sich sowohl, sowohl auf die Pflichtspende als auch auf die freiwillige Spende, er sagte, eine Sadaqa verringert das eigene Vermögen nicht. Er sagte, Sadaqa verringert das eigene Vermögen nicht. Und deswegen, je nach Stärke des Iman und je nach Gottvertrauen auf Allah Azza wa Jal, gibt man Sadaqa oder eben nicht. Spendet man oder man spendet eben nicht. Deswegen, der Prophet a.s. ist gestorben, ohne dass er Vermögen besetzt hat. Und Abu Bakr radiallahu anhu, die Geschichte bei ihm ist bekannt, dass er sein gesamtes Vermögen für Allah subhanahu wa ta'ala ausgegeben hat. Und Umar radiallahu ta'ala anhu hat die Hälfte seines Vermögens für Allah azza wa jalla und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam ausgegeben. Das sind natürlich vorbildhafte Beispiele, die allerdings natürlich nicht von jedem Menschen umgesetzt werden kann, je nach Stärke seines Imans und je nach Stärke seines Gottvertrauens, also seines Vertrauens auf Allah subhanahu wa ta'ala. Zu den Weisheiten dieser Zakat gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wir wissen, dass Allah azza wa jal bestimmt hat, dass es reiche Menschen gibt und arme Menschen gibt. Allah ist derjenige, der die einen mit mehr versorgt und die anderen mit weniger versorgt. Insofern, wer das verstanden hat, hat in seinem Herzen keinen Groll und hat in seinem Herzen auch keinen Neid gegenüber denjenigen, denen Allah subhanahu wa ta'ala mehr gegeben hat. Erstens, weil er es war, subhanahu wa ta'ala, der das Vermögen verteilt oder verteilt hat und immer noch verteilt. Und zweitens, weil viel Vermögen zu besitzen, ist nicht unbedingt ein Vorteil. Denn je mehr man eingenommen hat, je mehr man verdient hat, je mehr man erworben hat, desto mehr wird man am Tag der Auferstehung gefragt werden. Denn niemand wird den Platz der Versammlung verlassen dürfen, bevor er nicht gefragt wird, woher er das Vermögen erworben hat und wofür er es ausgegeben hat. Ebenso gehören zu den Weisheiten der Zakat, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch die Entrichtung der Zakat Liebe und Barmherzigkeit unter den Menschen setzt. Dadurch, dass von den Reichen etwas genommen wird und den Armen gegeben wird, empfinden die einen gegen die anderen keinen Neid und keinen Hass, wie wir bereits erwähnt haben. Und hier ist auch die große Weisheit dahinter, dass man grundsätzlich seine Zakat dort entrichtet, das heißt an diejenigen armen und bedürftigen Menschen, wenn man es armen und bedürftigen Menschen gibt, zu geben hat, die in der Region sind, in der man sich selbst aufhält. Denn das sind diejenigen, die mit dir als Reicher, wenn du zakatpflichtig bist, zusammenleben. Und das sind diejenigen, die von dir erwarten, dass du ihnen etwas abgibst. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, teile ihnen mit, dass Allah ihnen eine Sadaqa auferlegt hat, die von ihren Reichen genommen wird und an ihre Armen zurückgegeben wird. Und deswegen hat der Prophet alaihi wasallam von Mu'ad nicht verlangt, dass er die Sadaqa zu sich nach Medina bringen soll, sondern hat gesagt, Mu'ad, du nimmst sie von den Reichen aus dem Jemen und gibst sie ebenfalls wieder den Armen aus dem Jemen wieder zurück. Durch die Zakat hat die islamische Scharia klar gemacht, dass es keine Sünde ist, reich zu sein. Denn in manchen gesellschaftlichen Systemen oder wirtschaftlichen Systemen wird, wie im Kommunismus, wird dem Vermögen kaum Wert zugemessen. Und im Kapitalismus ist es genau andersherum. Dort ist derjenige, der Geld besitzt, wertvoll. Und derjenige, das heißt, die Menschen werden nach ihrem Vermögen gemessen. Und der Islam, alhamdulillah, geht einen Mittelweg und sagt,
Der Reiche darf reich sein, solange er auf der einen Seite das Vermögen rechtmäßig erworben hat und auf der anderen Seite das Vermögen rechtmäßig ausgibt. Das heißt, weder erwirbt er es durch Haram, noch gibt er es auf verbotene Art und Weise aus. Und er zahlt seine Zakat, das heißt den Pflichtanteil seines Vermögens. Denn in Wirklichkeit gehört all das, was er besitzt, niemandem anderes, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und so soll auch der Tüchtige im Islam belohnt werden für seine Arbeit, die er macht. Jemand, der viel arbeitet und dadurch viel erwirbt, warum soll man ihn dafür bestrafen, dass er viel arbeitet und viel erworben hat? Und umgekehrt genauso, derjenige, der wenig arbeitet und nicht so tüchtig ist und nicht so fleißig ist und nicht arbeiten will und lieber arbeitslos bleiben möchte, warum sollte dieser genauso belohnt werden wie jemand, der zur ersten Kategorie gehört? Insofern, der Islam unterstützt nicht die Arbeitslosigkeit, sondern der Islam im Gegenteil fordert jeden Menschen auf, seinen eigenen Unterhalt zu erwerben, bis auf natürlich diejenigen, die nicht dazu verpflichtet sind, wie kleine Kinder und ähnliches. Und deswegen, als einmal ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und von der Sadaqa etwas verlangt hat zu bekommen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es abgelehnt, ihm von der Sadaqa zu geben und ihm sinngemäß gesagt, wir geben die Zakat nicht Leuten, die kräftig sind und erwerben können. Diese beiden Bedingungen sind wichtig, denn es kann sein, jemand ist kräftig, befindet aber keine Arbeit. Und es kann auch sein, dass jemand zwar Arbeit findet, aber er ist nicht imstande, diese Arbeit umzusetzen. Deswegen geht es hier nicht nur um die muskulöse Kraft, sondern um die Fähigkeit, diese Arbeit, die er findet, auch umzusetzen. Genauso wertvoll diese Zakat ist, das heißt, genauso stark man belohnt wird, sogar so gewaltig die Belohnung ausfällt für denjenigen, der die Zakat bezahlt, nämlich dass er als Muslim gilt und bei Allah subhanahu wa ta'ala seine Belohnung zu erwarten hat, dementsprechend gefährlich ist es, wenn jemand die Zakat unterlässt, wenn jemand die Zakat vernachlässigt und die Zakat nicht entrichtet. Allah subhanahu wa ta'ala warnte davor im Koran al-Karim ausdrücklich, als er sagte, sinngemäß in Surat At-Tawbah 34-35, und denjenigen, die Gold und Silber horten, das heißt diejenigen, die Gold und Silber immer sparen und nicht auf Allahs Weg ausgeben, das heißt, sie bezahlen dafür keine Zakat, wie sie von ihnen gefordert worden ist. Verkünde schmerzhafte Strafe am Tag, wenn es im Höllenfeuer glühend heiß gemacht wird. Das heißt, das Gold und das Silber. Wenn es im Höllenfeuer glühend heiß gemacht wird und damit ihre Stirnen, ihre Seiten und ihre Rücken gebrandmarkt werden. Dies ist, was ihr für euch selbst gehortet habt. Das heißt, ihr bekommt diese Strafe und ihr werdet mit dem bestraft werden, was ihr angesammelt habt. Und das finden wir im Koran al-Karim und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam häufig, dass man, Gott bewahre, bestraft wird mit einer Art Strafe, die derjenigen gleichkommt, derjenigen Sünde gleichkommt, die man begangen hat. Und auch sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. Das heißt, diejenigen, die das Vermögen von weisen Kindern zu Unrecht verzehren, in Wirklichkeit verzehren sie in ihren Bäuchen nur Höllenfeuer. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, wer aus einem Gold- oder Silberteller speist, der schleppt in Wirklichkeit nur Feuer der Hölle in seinem Bauch mit sich. Insofern sei man davor gewarnt, die Zakat zu entlassen. Es gibt noch viele andere Textbeweise dafür, wie gefährlich es ist, die Zakat nicht zu entrichten. Es gibt bestimmte Bedingungen, und mit denen fangen wir an. Es gibt bestimmte Bedingungen, erst wenn diese erfüllt sind, richtet sich
die Aufforderung Allah subhanahu wa ta'ala Zakat zu bezahlen an einen. Erst wenn diese fünf folgenden Bedingungen dazu erfüllt sind, die jeweils teilweise etwas ausdiskutiert werden müssen. Die erste Bedingung ist, dass man ein freier Mensch ist. Ihr wisst, es gab früher freie Menschen, es gab auch Sklaven. Und die erste Bedingung ist, dass man überhaupt zur Zakat verpflichtet ist, man ein freier Mensch ist. Denn nur ein freier Mensch kann auch Vermögen besitzen. Die zweite Bedingung ist, dass man Muslim ist. Denn wenn man kein Muslim ist, dann richtet sich zwar indirekt die Aufforderung, Allahs Zakat zu entrichten, an einen, allerdings fordert man einen Nicht-Muslim nicht dazu auf, sondern man fordert ihn auf, beziehungsweise lädt ihn dazu ein, den Islam anzunehmen, und danach fordert man ihn zur Entrichtung der Zakat auf. Vorher, wenn er nämlich vorher die Zakat entrichten würde, würde sie von ihm nicht angenommen werden, denn der Kufr ist ein Mani', das heißt ein Hinderungsgrund dafür, dass gute Taten angenommen werden. Drittens, das Vermögen der Person muss einen bestimmten Grenzwert überschritten haben. Das ist das, was wir unter Nisab nennen, verstehen oder als Nisab bezeichnen. Das heißt, eine Person, die 1 Euro oder 10 Euro oder 20 Euro hat, ist keine Person, die wir zur Zakat verpflichten. Denn das würde ja auch dem Sinn der Zakat widersprechen. Eine der Weisheiten der Zakat ist, dass man das Geld der Reichen nimmt und Armen gibt. Und wenn wir den Armen ebenfalls die Zakat auflegen würden, dann wäre der Sinn verfehlt. Viertens, das Vermögen muss einer bestimmten Person vollkommen gehören. Nicht jede Art von Vermögen gehört einer natürlichen Person. Natürliche Personen sind Menschen wie du und ich. Aber stellt euch vor, man hat eine Moschee. Diese Moschee hat eine Moscheekasse. Das Geld, das man einer Moschee gibt, ist eine Art Waqf, das heißt eine Art Stiftung. Und sobald du es der Moschee gegeben hast, hast du das Geld aus deinem Vermögen hergegeben und weggegeben. Es gehört dir nicht mehr. Aber wem gehört es in Wirklichkeit? Es gehört niemand anderem als Allah Azza wa Jalla. Es gibt keinen anderen, es gibt keinen Menschen, dem das an sich gehört. Sondern das ist, was Juristen als eine juristische Person bezeichnen. Es ist also keine wirkliche, keine natürliche Person. Und diese Art von Geld, die in Moscheen sich befindet, zum Beispiel, das ist ein Beispiel für ein Waqf, ist kein zakatpflichtiges Geld, weil es niemanden gibt, der dadurch angesprochen wird. Und das gesamte Geld, das man nämlich einer Moschee gibt, muss ja für Zwecke der Moschee ausgegeben werden, beziehungsweise für diejenigen Zwecke, für die man das Geld hergegeben hat. Insofern ist das kein Geld, für das Zakat entrichtet wird. Wir haben gesagt, das Vermögen muss einer bestimmten Person vollkommen gehören. Vollkommen gehören deswegen, weil manche Arten von Vermögen sind noch in der Schwebe. Das heißt, es kann sein, dass man es erhält, es kann aber auch sein, dass man es nicht erhält. Ein Beispiel dafür ist, du vermietest ein Haus, und wenn man ein Haus vermietet, muss man natürlich für das Geld, das man für die Miete einnimmt, Zakat bezahlen, wenn die Bedingungen dafür erfüllt sind. Aber wenn man dieses Geld aus der Miete im Voraus bezogen hat, manche Leute nehmen das Geld im Voraus, dann muss man für dieses Geld keine Zakat bezahlen, weil es gehört einem noch nicht vollkommen. Denn es könnte passieren, dass im Laufe der Zeit der Mietvertrag aufgelöst werden muss, weil zum Beispiel irgendetwas passiert, wie zum Beispiel das Mietobjekt wird nicht mehr brauchbar, zum Beispiel entsteht ein, Gott bewahre, ein Erdbeben oder ein Wasserbruch oder irgendetwas, wodurch das Mietobjekt nicht mehr gebraucht werden kann, dann in diesem Fall muss er das Geld an den Vermieter zurückgeben. Und deswegen hat es ihm noch nicht wirklich gehört, auch wenn er es schon entgegengenommen hat. Fünftens, das Vermögen muss ein Jahr lang im Besitze der Person gewesen sein. Das heißt, wir reden hier von einem Mondjahr. Erst wenn du, also wenn du heute, auch wenn du heute 1 Million Euro bekommst, brauchst du dafür keine Zakat bezahlen, es sei denn, du behältst den Betrag, solange er über dem Nisab ist, behältst du den Betrag ein ganzes Jahr lang. Das heißt also, wenn du dein ganzes Jahr lang von dieser 1 Million noch über dem Nisab übrig hast,
angenommen, der Nisab liegt bei 1000 Euro als Beispiel, und du hast ein ganzes Jahr lang von dieser 1 Million über 1000 Euro noch übrig, oder 1000 oder mehr noch übrig, wenn wir den 1000 als Nisab bezeichnen, dann musst du von dem übrig gebliebenen Betrag erst nach einem Jahr Zakat bezahlen. Das ist ein Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, sinngemäß übersetzt, man muss für sein Vermögen erst Zakat bezahlen, wenn es ein Mondjahr im Besitz war. Und wie wir darauf hingewiesen haben, gibt es Ausnahmen bei bestimmten Arten von Vermögen, wie zum Beispiel die Ernteerträge und das Bahimatul An'am, das heißt die Tiere, für die man Zakat bezahlen muss. Darüber reden wir inshallah ta'ala an entsprechender Stelle. Beziehungsweise reden wir an dieser Stelle lieber daran, ist besser. Die Ernteerträge, haben wir gesagt, die Zakat dafür wird bezahlt unter bestimmten Voraussetzungen an Tag der Ernte. Unter bestimmten Voraussetzungen bedeutet, wenn man natürlich durch die Pflicht der Zakat angesprochen ist und die Bedingung, die erfüllt sein muss, ist, dass ein bestimmter Betrag an Ernteerzeugnissen, an Ernteerträgen da sein muss. Also wenn jemand in seinem Garten eine Dattelpalme hat, bei der er am Ende des Jahres ein paar Datteln abzupfen kann, dann ist er dafür noch nicht zakatpflichtig, sondern es gibt einen bestimmten Nisab, genauso wie es beim Geld, also beim Gold und beim Silber einen Nisab gibt, auch bei den Datteln und bei anderen Ernteerzeugnissen, für die man Zakat zahlen muss, einen bestimmten Nisab. Aber es gibt nicht die Bedingung, dass man es ein Jahr lang im Besitz gehabt haben muss. Das macht natürlich da keinen Sinn, weil die Ernteerträge nach einem Jahr entweder nicht mehr brauchbar sind oder sie sind nicht mehr so wertvoll wie an dem Tag, an dem sie geerntet worden sind. Deswegen sagte Allah, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Das heißt, bezahlt sein Anrecht, das heißt, damit ist die Zakat gemeint, am Tag der Ernte. Am Tag der Ernte. طيب, die zweite Ausnahme, haben wir gesagt, ist bei den Tieren, für die man Zakat bezahlen muss. Ein Beispiel dafür, wenn jemand Schafe besitzt. Dieses Beispiel ist deswegen wichtig. Wir gehen auf die Sache mit den Tieren inshallah ta'ala nur bedingt ein. Das heißt, nur so weit ein, wie es für uns unnötig ist. Aber dieser Fall ist wichtig für die Übertragung auf unser heutiges Geld, das wir inshallah ta'ala auch für die auch Zakat bezahlen. Und zwar, die Ulama, besser gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns aufgetragen, dass wir, wenn ein Beispiel, jemand hat 120 Schafe, dann muss er dafür nach einem Jahr ein Schaf als Zakat bezahlen. Okay? Jemand hat 120 Schafe, dann muss er dafür ein Schaf als Zakat bezahlen. Und an der Stelle können wir mal eine einfache Frage stellen, warum braucht man für 120 Schafe nur ein Schaf bezahlen? Das ist ja, yani, wie man sich ausrechnen kann, weniger als 1%. Und beim Vermögen, es ist, also beim Gold und beim Silber und beim Geld, ist es 2,5%, also viel mehr. All dies, damit du lernst, dich Allah Azza wa Jal zu ergeben. Damit du lernst, zu sagen, ich höre und gehorche. Damit du lernst, dass es nicht nach deiner Pfeife geht, sondern damit du lernst, dass es so geht, wie Allah subhanahu wa ta'ala es dir vorgegeben hat. Und das ist eine Weisheit in der Scharia, dass sie Unterschiede macht zwischen gleichen Dingen. Das ist Zakat und das ist Zakat. Aber Unterschied ist die Menge an Zakat, die du hier zahlst und die Menge an Zakat, die du hier bezahlen musst. Dafür gibt es viele Beispiele. Und das, wie gesagt, das trainiert den Muslim, dass er lernt, sich Allah subhanahu wa ta'ala, seinem Herrn, zu ergeben und immer zu fragen, wie Allah es haben möchte, und dass man nicht denkt, dass man etwas sagen kann aus seiner eigenen Meinung heraus. Jemand hat 120 Schafe, muss dafür ein Schaf bezahlen. Aber stellt euch vor, noch bevor das Zakat-Jahr fertig ist, entsteht aus diesen Schafen, eines dieser 120 Schafe, das man besitzt, hat ein Kind bekommen, also ein Schafskind bekommen. Dann sind es 121 Schafe geworden.
Und ab 121 ist die Grenze, das heißt ab 121 muss man zwei Schafe bezahlen. Dieses Beispiel ist deswegen wichtig, weil es ein Beispiel dafür ist, dass Vermögen aus anderem Vermögen entstanden ist. Dieser Schafsbesitzer hat nicht ein 121. Schaf gekauft, sondern dieses eine Schaf ist entstanden aus den vorhandenen Schafen. Und eine Regel lautet, Al-Far'u tabi'un li aslihi. Das heißt, sinngemäß übersetzt, ein Zweig gehört zu seinem Ast. Und hier erhält praktisch, was die Zakat-Regelung angeht, das zweite Schaf, also das 121. Schaf, das gleiche Zakat-Jahr wie seine eigenen Eltern. Und deswegen beginnt für dieses 121. Schaf kein neues Jahr, sondern es ist quasi geboren und darf gleich abgegeben werden. Wenn man das natürlich abgeben muss überhaupt. Weil es gibt ja bestimmte Bedingungen, welche Schafe man abgibt und welche man keine abgibt. Aber gemeint ist es ist für den Schafseigentümer nicht besonders erfreulich, wenn er geizig ist. Ansonsten, wenn er sich freut, Zakat zu bezahlen, dann ist eine gute Sache. Weil am 121. Tag wird, Entschuldigung, ab dem 121. Schaf, einen Tag bevor der Sa'i kommt, das ist der, der die Zakat eintreibt, er hätte nur eins bezahlen müssen, aber jetzt muss er zwei geben. Eins wird geboren, dafür müssen zwei drunter leiden, sage ich mal. Ja. Und deswegen, warum ist das interessant? Das ist auch interessant für unser heutiges Beispiel. Genau deswegen gibt es einen Unterschied bei uns, ob jemand Geld hat, dieses Geld investiert und aus diesem Geld wieder Geld entsteht. Dann erhält der Gewinn das gleiche Zakaya wie das Kapital. Aber wenn man Geld zum Beispiel erhält, kurz bevor Ende des Zakat-Jahres, aber dieses Geld ist nicht entstanden aus dem Kapital, das man besitzt. Wie zum Beispiel die Gehälter. Wie bei den Gehältern. Das Gehalt, das du in Dhul-Hijjah bekommst, ich weiß, keiner von uns bekommt Gehälter nach den Mondmonaten, aber spielt keine Rolle. Das Geld, das du im Monat Dhul-Hijjah bekommst, hat nichts zu tun mit dem Geld, was du vorher im Monat Dhul-Qa'dah bekommen hast. Das eine ist nicht aus dem anderen entstanden. Ja? Und deswegen hat jedes Gehalt ein eigenes Zakat-Jahr. Und das macht die Sache bei den Gehältern etwas komplizierter. Aber in der Praxis ist es auch nicht viel komplizierter, inshallah ta'ala. Tayyib, dann stellt sich an dieser Frage, was öfter passiert, man hat Geld verliehen. Man hat Geld verliehen. Das heißt, diese fünf Bedingungen sind zwar irgendwie erfüllt, aber man hat das Geld gar nicht in eigenen Besitz. Und man hat es hergegeben und seit 5 Jahren nicht mehr gesehen. Dann ist die Frage, wie muss man mit diesem Vermögen umgehen? Muss man dafür Zakat bezahlen oder nicht? Natürlich ist die Frage erst einmal, ist das Geld überhaupt vorhanden? Denn wenn ich das Geld jemandem verliehen habe, kann es sein, dass er dieses Geld ausgegeben hat für Essen, für Trinken, irgendwas, ein Auto davon gekauft, weil er hat es ja nicht geliehen, um es einfach nur zu leihen, sondern in der Regel hat er es geliehen, weil er damit irgendwas anstellen möchte. Wenn das Geld nicht mehr vorhanden ist, dann spielt es für uns für den jetzigen Zeitpunkt, das heißt für den Zeitpunkt, nachdem ein Jahr, ein Zakat-Jahr zu Ende ist für dieses Vermögen, spielt es keine Rolle. Beispiel, du hast im dritten Monat des Jahres hast du dein Gehalt bekommen. Und dieses Gehalt hast du jemandem geliehen, weil du genug Geld hast. Dieses gesamte Gehalt hast du jemandem geliehen. Nach einem Jahr bist du immer noch der Eigentümer dieses Gehaltes des dritten Monats. Aber es ist nicht in deiner Hand. Und der andere hat es ausgegeben. Es ist also nicht mehr da. In diesem Fall bist du zwar der Eigentümer, aber da das Zakat nicht da ist, da das Geld nicht da ist, nicht zur Verfügung steht, weder in deinem Besitz noch im Besitz des Schuldners, wird dafür keine Zakat jetzt entrichtet. Sondern die Zakat wird aufgeschoben. Bis wann wird sie aufgeschoben? Bis die Zakat wieder vorhanden ist. Bis das Geld wieder vorhanden ist. Wenn das Geld wieder vorhanden ist und du es zurückbekommen hast, zahlst du dann dafür die Zakat für ein Jahr. Selbst wenn es mehrere Jahre gewesen sind. Du leist also jemandem Geld und er zahlt es dir erst nach 5 Jahren zurück, dann brauchst du dafür die Zakat nur ein einziges Jahr bezahlen, selbst wenn es mehrere Jahre ausgeliehen war. Der zweite Fall ist,
dass das Geld zurückkommt oder schon da ist beim Gläubiger, beim Schuldner. Das Geld ist, hast du zwar verliehen, aber der Schuldner hat es noch bei sich, weil du nicht, es nicht zum Beispiel von ihm verlangt hast, weil er es von dir geliehen hat, damit er damit arbeitet. Und er hat es investiert und hat es wieder rausbekommen, will weiterarbeiten. Und du hast ihm gesagt, du kannst es behalten. Du möchtest ihm einen Gefallen tun, indem du es nicht von ihm sofort zurückverlangst. Hier müssen wir Fallunterscheidungen machen. Der erste Fall ist, man kann den Schuldner jederzeit darum bitten, dass er das Geld einem zurückbezahlt. Man kann den Schuldner jederzeit darum bitten, dass er einem das Geld zurückbezahlt. Und er würde es auch einem zurückbezahlen. In diesem Fall ist die Zakat dafür fällig. Und du bist derjenige, der die Zakat dafür bezahlen muss, weil es dein Geld ist. Und dass du ihn nicht darum bittest, weil du dich zum Beispiel vor ihm schämst oder weil du ihm einen Gefallen tun möchtest, entlastet dich nicht von der Pflicht der Zakat, sondern entweder du verlangst von ihm das Geld und zahlst davon die Zakat, oder du nimmst von einem anderen Vermögen, das du hast, und zahlst davon die Zakat, oder du sagst ihm, hör mal zu, von dem Geld, das ich dir geliehen habe, zahl bitte davon einen Teil der Zakat. Das ist deine Angelegenheit, die du das regelst, aber das ist deine Pflicht. Der zweite Fall ist, du verlangst es von ihm, aber er weigert sich, die Zakat zu bezahlen. In diesem Fall unterscheiden wir. Hast du die Möglichkeit, das Geld rechtmäßig einzufordern, indem du mit ihm vor Gericht ziehst und jemanden findest, der, also wie zum Beispiel der Richter, der ihn dazu zwingen kann, dieses Geld zurückzubezahlen, dann ist es deine Aufgabe und das musst du machen. Und wenn du es nicht machst, musst du die Zakat dafür bezahlen. Entweder du machst es und du bekommst dein Geld zurück und zahlst dann davon die Zakat, oder du machst es nicht, obwohl du die Möglichkeit hattest, dann musst du ebenfalls die Zakat dafür bezahlen. Solltest du nicht dazu imstande sein, das Geld einzufordern, weil du nicht die Möglichkeit hast, ihn vor Gericht zu ziehen, wie zum Beispiel im Fall, dass es keine Gerichte gibt, oder du hast keine Beweise, dass er tatsächlich von dir Geld geliehen hat. Du hast es zwar aufgeschrieben und bezeugen lassen, aber die Zeugen sind gestorben und das Blatt ist verloren gegangen. Wie dem auch sei, aus welchen Gründen auch immer, hast du keine Beweise, um dies vor Gericht einzufordern. Dann in diesem Fall wartest du, bis du das Geld bekommen kannst, beziehungsweise bis du es bekommst und zahlst dann dafür deine Zakat. Die zweite Angelegenheit ist die umgekehrte. Wir haben jetzt gerade eben betrachtet, dass jemand Geld verliehen hat. Das heißt, du hast Geld verliehen und du sollst von dem Geld, das nicht in deinem Besitz gerade ist, Zakat bezahlen. Der zweite Fall ist jetzt, dass du selbst Geld geliehen hast. Mit anderen Worten, du hast Schulden. Wenn du Schulden hast, stellt sich die Frage, darfst du von dem Geld, das du gerade jetzt besitzt, angenommen du hast 10.000 Euro und du hast 10.000 Euro Schulden, darfst du sagen, 10.000 minus 10.000 sind 0, das heißt quasi, ich habe eigentlich gar kein Eigentum oder kein Geld, und dann wärst du von der Zakat befreit, oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Und wir wenden streng die Regeln an, die wir gelernt haben. Solange du Geld besitzt, ein Jahr lang, und dieses ein Jahr lang über dem Nisab war, musst du dafür deine Zakat bezahlen. Und das ist die richtige Ansicht. Die zweite ist die richtige Ansicht. Das heißt, die Schulden spielen für uns keine Rolle. Und wenn du sagst, ja, aber ich muss Schulden bezahlen, sagen wir, dann bezahl die Schulden. Wenn du die Schulden bezahlst vor dem Zakat-Jahr Ende
dann entfällt die Zakat für den Betrag, den du hergegeben hast. Also das heißt zum Beispiel, wenn du 10.000 Euro in deinem Besitz hast und du hast 10.000 Euro Schulden und du möchtest keine Zakat bezahlen, weil du sagst, ich muss meine Schulden irgendwie begleichen, dann sag wie, dann zahl deine Schulden. Entweder die Gesamt oder so viel, dass du unter den Nisab gerätst und dann entfällt für dich die Zakat. Das musst du aber machen, bevor das Zakatjahr zu Ende ist. Oder auch teilweise, wenn du sagst, ich möchte nur 5.000 Euro an Schuld zurückbezahlen, damit ich noch 5.000 Euro übrig habe, dann sagen wir dir, das kannst du machen, je nachdem, was du mit deinem Gläubiger ausgemacht hast. Aber angenommen, du zahlst von den 10.000 Euro Schulden nur 5.000 Euro zurück, dann bleiben noch 5.000 Euro Schulden. Das interessiert uns nicht, wie wir gesagt haben. Wichtig ist für uns, wie viel hast du? Du hast noch 5.000 und diese 5.000 hast du über ein Jahr lang gehabt. Also zahlst du Zakat von den gesamten 5.000. Das ist die Art und Weise. Denn wenn wir sagen würden, man betrachtet die Schulden, dann würde jeder Schulden machen und so der Zakat entkommen. Und es kann nicht sein, dass jemand so quasi dieses Gesetz ausnutzt, um auf der einen Seite keine Schulden zu begleichen und auf der anderen Seite will er auch nicht den Armen und Bedürftigen ihr Recht geben. Denn das ist nicht Sinn der Zakat und das führt zu Schlechtem in der Gesellschaft, dass Leute Schulden machen und die Armen darunter leiden müssen, weil sie ihr Geld dann nicht bekommen. Die erste Art von Vermögen, die wir betrachten unter den Vermögensarten, für die man Zakat bezahlen muss, sind die Vierfüßler unter dem Vieh, die sogenannten Bahimatul An'am, denn erstens wird das in der Sunna ausführlich erwähnt und weil davon, wie gesagt, Dinge der heutigen Zeit abhängen, wie wir gerade vorher erwähnt haben, für die Zakat, für die Gehälter, über das wir inshallah noch ausführlicher reden werden, aber damit man die Zakat dort bezahlen kann, das heißt für das Vermögen, muss man diese Thematik verstanden haben. Wir werden allerdings inshallah nicht mehr eingehen über die Sache mit den Tieren, als für uns vonnöten ist. Die sogenannten Bahimatul An'am, für die man Zakat bezahlen muss, sind Tiere der folgenden drei Kategorien. Wir haben alle diese Tiere teilen wir in drei Kategorien, weil sie in drei Kategorien passen. Die erste Art von Tiere sind die Kamele. Und unter den Kamelen, auf Arabisch Ibil oder Jamal, verstehen wir natürlich sowohl die Einhörkrigen als auch die Zweihörkrigen. Die Einhörkrigen sind die, die man Dromedare nennt, und die Zweihörkrigen sind die man, so wie ich weiß, Trampeltiere nennt. Diese beiden Arten von Kamele fassen wir zusammen in eine Kategorie. Die zweite Kategorie sind die sogenannten Kühe, und darunter fallen natürlich nicht nur die Kühe, sondern auch die männlichen, die Stiere und auch die Büffel. Und die dritte Art von Kategorie sind auf Arabisch Ranam, und unter Ranam verstehen wir zwei Arten von Tiere, einmal die Schafe und einmal die Ziegen. Und die Schafe sind, denke ich, allseits bekannt, und mit den Ziegen meinen wir die normalen Ziegen, die auch die allseits bekannten, und nicht etwa die wilden Bergziegen. Das sind die drei Kategorien von Tieren, für die man unter Übereinkunft der Ulama, rahimahumullah ta'ala, Zakat bezahlen muss. Und wir haben ja gesagt, wir halten uns hier an einer Ansicht und deswegen sparen wir uns die Erwähnung aller anderen Ansichten. Bedingungen dafür, dass man für diese Tiere Zakat zahlen muss, sind Nummer 1, dass es freilaufende Tiere sind. Freilaufende Tiere, auf Arabisch Sa'imah, darunter verstehen wir Tiere, die selbstständig nach ihrem Fressen suchen. Das heißt also, man kauft nicht für sie Nahrung und füttert sie damit. Wenn jemand Schafe besitzt oder Kamele besitzt oder Kühe besitzt und füttert diese Tiere, muss diese Tiere füttern, braucht er für diese Tiere keine Zakat zu bezahlen. Sondern es geht hier nur um diejenigen Tiere, die sehr freilaufend sind, wie wir bereits erwähnt haben.
Und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahullah ta'ala, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam darauf ausdrücklich hingewiesen hat in Hadithen, wie zum Beispiel, er sagte, für 40 freilaufende Kamele ist ein weibliches zweijähriges Kamel fällig. Und darüber gibt es verschiedene Überlieferungen. Und zusammengefasst ist das auch die richtigere Ansicht unter den Ulama, es müssen freilaufende sein. Und wenn es, hier stellt sich die Frage, es gibt Tiere, die man vielleicht einen Teil des Jahres füttert und einen Teil des Jahres sind sie freilaufend, da sagen die Gelehrten, rahimahumullah, schaut man auf, welches der beiden Zeiten überwiegen. Also wenn man die Tiere 8 Monate lang füttert und nur 4 Monate im Jahr laufen sie frei rum, dann braucht man dafür keine Zakat bezahlen. Umgekehrt müsste man dafür Zakat bezahlen. 8 Monate laufen sie frei rum und 4 Monate füttert man sie, dann braucht man dafür Zakat, muss man dafür Zakat bezahlen und umgekehrt braucht man dafür dann keine Zakat bezahlen. Und wenn genau in der Mitte, wenn es genau in der Mitte sind, das heißt 6 Monate im Jahr muss man Zakat bezahlen, 6 Monate im Jahr füttert man sie und 6 Monate im Jahr braucht man sie nicht füttern, dann gilt das Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Gewiss ist, dass man keine Zakat bezahlen muss, bis die Bedingungen dafür erfüllt sind. Quasi braucht man dafür dann auch keine Zakat bezahlen. Erst wenn es mehr als 6 Monate im Jahr frei laufende Tiere sind. Wenn man aber allerdings das als Hinweis, das hat eigentlich mit unserer Angelegenheit jetzt direkt nichts zu tun, aber es ist passend an dieser Stelle zu erwähnen, wenn man solche Tiere besitzt, egal ob sie freilaufend sind oder nicht freilaufend sind, gibt es 2 Fälle. Entweder man, aber interessant ist es natürlich nur bei den nicht freilaufenden. Weil bei Freilaufenden, haben wir gesagt, muss man Zakat bezahlen, auf jeden Fall. Aber wenn sie keine freilaufenden Tiere sind, da ist es interessant, weil entweder hat man diese Tiere, um von ihren Erzeugnissen zu profitieren, wie zum Beispiel die Milch oder die Wolle, oder man hat diese Tiere, um sie zu kaufen und zu verkaufen, um mit ihnen zu kaufen und zu verkaufen. Wenn man im ersten Fall sie nur behält, um von ihren Erzeugnissen zu profitieren, dann braucht man dann für diese nicht freilaufenden keine Zakat bezahlen. Nur wenn sie freilaufende wären. Der zweite Fall ist aber, dass man sie besitzt, um mit ihnen Handel zu treiben. Wenn man mit ihnen Handel treibt, dann gelten sie als Ware. Dann gelten sie als Ware und dann ist es ein ganz anderes Kapitel. Dann reden wir über die Zakat von Ware. Deswegen wird hier nur darauf hingewiesen, dass also für nicht freilaufende heißt nicht, dass man automatisch keine Zakat für sie bezahlen muss, sondern je nachdem, aus welchem Grund man sie hält, wie gerade darauf hingewiesen. Der Nisab bei Kamelen beginnt ab 5 Kamele. Das heißt, erst wenn man, das heißt, wenn einer 1, 2 oder 3 oder 4 Kamele hat, braucht er dafür keine Zakat bezahlen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, unter 5 Kamelen muss man keine Zakat entrichten. Und ab 5 muss man ein Schaf hergeben. Und für die anderen Mengen an Abgaben, das heißt, wenn man mehr als 5 hat und so weiter, da kann man entsprechende ausführliche Bücher inshallah ta'ala nachschlagen. Da findet man dadurch inshallah ta'ala die richtige Anzahl an Zakat oder die richtige Abgabe an Zakat findet man dort in ausführlicheren Büchern vor. Die zweite Art von Tieren haben wir, sind die Kühe. Und bei den Kühen hat Allah azza wa jal festgelegt, dass es ab 30 Kühen, dass der Nisab bei Kühen und bei Stieren und bei Büffeln bei 30 liegt und nicht bei 5 wie bei den Kamelen. Und bei den Schafen und Ziegen sind es 40 Schafe bzw. Ziegen, ab denen man ein Schaf hergeben muss. Und wie gesagt, die restlichen Zahlen kann man entsprechenden Werken inshallah ta'ala nachlesen. Die Scharia hat nicht nur darüber gesprochen, wie viele Tiere man hergeben muss von der Zakat, und das ist für uns auch wichtig für andere Arten von Vermögen, wie das Gold und das Silber, sondern sie hat auch darüber gesprochen, welche Art
von Tieren man hergeben muss. Denn wenn ein Schafsbesitzer 100 Schafe hat und ein Schaf davon abgeben muss, denn von 40 bis 120 muss man ein Schaf hergeben, dann stellt sich die Frage, muss er das teuerste seiner Schafe hergeben, das edelste, das am wertvollsten ist, oder reicht es auch für ihn aus, wenn er das günstigste aller seiner Schafe hergibt? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat klar gemacht im Hadith, dass man die edelsten und teuersten nicht hergeben muss, sondern man gibt diejenigen Schafe her, die repräsentativ sind für die Schafsherde. Und sollte man zum Beispiel 50 teure Schafe haben, 50 wenig teure, billige Schafe haben, dann gibt man ein mittelmäßiges Schaf her. Beziehungsweise wenn man, ich wollte ein anderes Beispiel nennen, wenn man 70 oder nehmen wir bei 122, haben wir 61. Wenn man 61 teure Schafe hat und 61 billige Schafe hat, dann muss man ja zwei Schafe hergeben. Da gibt man ein teures und ein billiges. Das heißt also, man gibt vom mittleren. Aber wenn man freiwillig teure hergeben möchte, darf man dies. Und da hat sich ein interessantes Ereignis abgespielt zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da hat ein Mann, wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam beauftragt, die Zakat einzusammeln von den Leuten. Wurde beauftragt von den Leuten, die Zakat einzusammeln. Und dann ist er zu jemandem gegangen und hat von ihm die Tiere nehmen wollen. Und dann hat der Mann zu ihm gesagt, ich möchte das Teure hergeben. Und dann hat der Sa'i ist derjenige, der die Zakat von den Leuten eintreibt. Haben wir gelernt, der Sa'i ist derjenige, der die Zakat eintreibt. Der Sa'i hat gesagt, nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu mir gesagt, ich darf nicht von den Teuren etwas nehmen. Denn er sagte, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. Das heißt, so hüte dich von ihren wertvollsten Besitztümern etwas zu nehmen. Und der Mann sagte, doch, ich möchte aber freiwillig was Gutes hergeben. Was soll das? Er sagte, nein, der Prophet hat mir das verboten. Wenn du möchtest, der Prophet ist in Medina, geh hin und frag ihn. Und tatsächlich sind sie nach Medina gegangen und der Mann hat dem Propheten gesagt, dass sein Sa'i sich geweigert hat, von ihm die teure Art von Tieren zu nehmen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das dann gebilligt, hat erlaubt, dass man die teure Art geben muss. Und das zeigt, wie genau die Sahaba radiallahu anhum auf der einen Seite umgegangen sind mit den Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie nichts genommen haben mehr, als sie von Propheten sallallahu alaihi wasallam erlaubt haben zu nehmen, was er ihnen erlaubt hat zu nehmen, und umgekehrt, dass die anderen, das heißt diejenigen, die reich waren und die Eigentümer waren, möge Allah azza wa jalla ihnen zufrieden sein, sie wollten mehr geben, als Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen verlangt hat. Und das ist natürlich ein wunderbares Beispiel, dass ein Mensch nicht nur die Pflicht Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber erfüllt, sondern auf die schönste und vollkommenste Art und Weise Allah azza wa jalla zufriedenstellen möchte. Und das gleiche gilt auch zum Beispiel, wenn man gesunde und kranke Tiere hat. Jemand hat zum Teil gesunde, zum Teil krank. Und er möchte von der Zakat nur die gesunde hergeben, darf er das. Und wenn jemand nur kranke Tiere hat, das heißt nur Tiere hat, die alle ein Bein sich gebrochen haben oder was auch immer, dann darf er natürlich auch von den Kranken etwas ergeben, denn wenn du ihm verlangen würdest, ein gesundes Tier zu geben, dann hat er diese Tiere nicht und du würdest von ihm mehr verlangen, als du eigentlich von ihm verlangen darfst. Da die Gewissheit eingetroffen ist, hören wir kurz den Adhan inshallah ta'ala und nach dem Adhan inshallah ta'ala schließen wir das Kapitel ab. Bismillah ta'ala. Sind noch zwei Themen, die für uns relevant sind. Das erste Thema ist, jemand weiß, dass er die Zakat, dass er einen bestimmten Betrag oder bestimmte Abgabe an Zakat herzugeben hat. Das heißt, die Zakat ist für ihn fällig geworden. Es ist ein Jahr vergangen, der Nisab war ein Jahr lang überschritten
oder erreicht. In diesem Fall ist die Zakat jetzt fällig und daraufhin verliert er sein Vermögen. Wie gehen wir damit um? Wir sagen, die Zakat bleiben als eine Art Schulden, bis er sie beglichen hat. Das heißt, sobald die Zakat fällig geworden sind, sind es eine Art Schulden Allah Azza wa Jal gegenüber, beziehungsweise den Armen und den anderen Kategorien gegenüber. Und diese Schulden bleiben bestehen, denn sie ist fällig geworden. Genauso wie du jemandem, wenn du ihm Geld geliehen hast, auch wenn er, egal was passiert, dieses Geld bleibt eine Art Schulden und muss zurückbezahlt werden. Und das gleiche gilt auch für die Zakat, wenn man die zahlen wollte, aber dann man sein Vermögen verloren hat, entfällt die Zakat dadurch nicht. Sie bleibt, auch wenn nach 30 Jahren muss man noch die Zakat bezahlen. Angenommen, man hat 10.000 Euro, dann muss man dafür 250 Euro bezahlen und dann durch einen Brand oder durch was anderes, la qadar Allah, wird das Vermögen vernichtet. Trotzdem muss man dafür die Zakat bezahlen, sobald man dazu die Möglichkeit hat. Und die letzte Angelegenheit, wenn man Zakat bezahlen muss, darf man dann anstatt der einem auferlegten Zakat eine andere Art von Vermögen benutzen, um dadurch seine Zakat zu begleichen? Das kommt darauf an, grundsätzlich nicht. Beispiel dafür ist, jemand muss wie dem vorangegangenen Beispiel Schafe abgeben. Er hat 100 Schafe, er muss dafür ein Schaf als Zakat bezahlen. Darf er sagen, statt der Zakat, des Schafes, gebe ich lieber den Wert des Schafes an die armen Bedürftigen? Die Antwort lautet, auf gar keinen Fall. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ausdrücklich gesagt, dass man von 100 Schafen ein Schaf hergeben muss. Und wenn er wollte, hätte er gesagt, ein Schaf oder den Wert eines Schafes. Hat er aber nicht gemacht. Und das hat er, und deswegen muss man von den Schafen etwas hergeben. Oder man kann auch ein anderes Schaf kaufen und dann das hergeben. Aber es muss ein Schaf sein, das man hergibt. Und das gleiche gilt auch für das Geld. Wenn jemand Geld hat und dafür Zakat bezahlen muss, muss er von diesem Geld die Zakat bezahlen. Man kann nicht sagen, ich gebe stattdessen Ware her. Das ist grundsätzlich der Fall. Deswegen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt, das ist genau das gleiche wie bei Zakat al-Fitr. Der Prophet s.a.w. hat von dir verlangt, dass du eine bestimmte Menge von Nahrung an die armen Bedürftigen gibst am Ende von Ramadan. Du hast nicht das Recht zu sagen, statt Nahrung gebe ich Geld. Warum? Weil derjenige, der von Allah subhanahu wa ta'ala zu dir gesandt worden ist, hat dir mitgeteilt, dass du Nahrung hergeben sollst. Und du hast nicht das Recht, das Gesetz zu ändern, zumal es sich um eine Angelegenheit handelt, oder erst recht, da es sich um eine Angelegenheit handelt, die keine neue Sache ist. Also auch damals gab es Geld. Auch damals hat man mit Geld bzw. mit Gold und Silber gekauft und verkauft, und auch da hätte man das ersetzen können. Ist aber nicht der Fall. Deswegen ist es die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, dass man nicht anstatt dem, was ausdrücklich vorgegeben worden ist, etwas anderes hergeben darf grundsätzlich. Und Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.